Feuerstöcke sind voll, wie ihr seht. Übrigens schade, dass man kein Geruchsvideo machen kann. Dass es zu dem kommt, müssen wir ja das Heu irgendwie vom Feld hier auf den Heustock bringen. Das machen wir mit dem Transporter und dem Ladewagen. Das ist sehr schöne, wenn ich das Wort Feststoff brauche, eine geile Arbeit. Bei guten Verhältnissen natürlich. Man muss einfach komplett Vertrauen haben zu der Maschine. Wenn es dann nass ist, ist dann mit dem Spass geschwind mal ein bisschen vorbei, dann muss man dann schon aufpassen. Wenn das Heu mal geladen ist, fährt man mit dem Heu auf den Heustall, lässt es führen und dann kann man es mit dem Kran dann packen und auf die Heustöcke verteilen. Das ist dann eigentlich mehr die Arbeit von meinen Junioren und Juniorinnen. Die sind da wesentlich talentierter dafür als ich, weil ja eben Gamen hat auch noch gewisse Vorteile. Wenn das also mal auf dem Stock ist, wenn wir dann noch ein bisschen Heubelüftung laufen, je nachdem wie trocken es ist, um es noch ein bisschen nachzurechnen. Und dann könnt ihr Kühe und Schafe freuen ab dem guten Heu.